Meine Mission heute? Den skurrilsten Automaten Hamburgs ausfindig machen. Mein erstes Ziel, ein Fahrradschlauchautomat. Links, rechts, links und los. Da ist er ja. Also... Geld rein und Mist, er klemmt. Naja, weiter geht's. Wir stehen hier am Alendeplatz. Hier soll der berühmte Buchautomat stehen. Und wir werden jetzt mal herausfinden, ob das stimmt. Weiß irgendjemand von Ihnen, wo der Bücherautomat ist? Der Bücherautomat? Er ist weg. Wie das passieren konnte, weiß keiner. Einmal gedrückt. Und schon hat man ein Buch in der Hand. Bücherautomat? Genau, ein Bücherautomat. Nee, ehrlich gesagt bin ich nicht so der Automatentyp. Okay. Gab es bei Ihnen schon mal die Situation im Leben, dass Sie gedacht haben, jetzt ein Buch? Im Automaten? Ja. In einem Automaten? Ja. Nee. Pleiten, Pech und Pannen? Nicht bei uns. Wir haben endlich den skurrilsten Automaten Hamburgs gefunden. Der Hühnereierautomat. Man wirft, hier sehen wir ihn, 2 Euro ein. Im Idealfall sind Eier drin. Die Eier kommen hier ganz frisch aus dem Hühnerstall. Dieser Tag hat sich wirklich gelohnt. Ich bin begeistert. Wirklich. Danke.